Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum TX94 Universe. An meiner Seite ist Josh. Hallo. Ich bin David und wir werden jetzt zusammen den Universe-Mode von WWE 2K15 zocken. In einer anderen Art und Weise, wie ich das bisher gehandhabt habe. Wie genau, das erklärt euch jetzt Josh. Ja, also wir haben uns überlegt, wir haben hier ja, der läuft ja quasi, der Universe-Mode, in verschiedenen Tagen. Montags, mittwochs und freitags haben wir jetzt Shows. Und die bringen wir auch wirklich montags, mittwochs und freitags raus. Montags kommt Raw is War, das ist meine Show, da bin ich der General Manager quasi, die erstelle ich komplett selbst. Mittwochs ist, wir haben es jetzt einmal einfach Bad Blood genannt, das ist die Show, bei der David und ich gegeneinander kämpfen, also setzen wir unsere Wrestler gegeneinander ein. Bei ECW, das ist allein Davids Show, er ist General Manager und stellt alles ein. Wir werden das so machen, wir simulieren die Matches. Es sind 5 Matches in den Hauptshows und 3 bei Bad Blood. Wir simulieren die ersten 4 Matches und das Main Event schauen wir uns an. Richtig? Ja. Genau, ja. Und ja, die Matches bzw. die Shows kommen eben immer an diesen Tagen. Also montags eben Raw von Josh, mittwochs Bad Blood und freitags dann ECW und dann eben sonntags eben einmal im Monat das Pay-Per-View. Die können wir jetzt auch mal gerade zeigen. Wir haben Extreme Rules. Dann Backlash. Backlash wird so sein, dass das nur Matches von euch werden. Das heißt, ihr als Zuschauer entscheidet, welche Matches an diesem Pay-Per-View hier stattfinden werden. Dann beim nächsten Mal kommt Money in the Bank. Wir haben also ein paar Pay-Per-Views gelassen. Ein paar haben wir verstellt. Dann haben wir SummerSlam. Das haben wir natürlich auch drin gelassen. WWE Live, das ist jetzt nochmal was Besonderes. Das wird nämlich dann eine Live-Show, das heißt, das Pay-Per-View werden wir live spielen. Das wird dann also ein Livestream. Nochmal live zur Sicherheit. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis wir das live streamen werden. WWE ja. Live. Dann haben wir King of the Ring, das wird also ein King of the Ring Turnier, Pay-Per-View. Judgment Day haben wir noch. Wird halt ganz normales, genau, geiles. Undertaker-Gemetzel. Survivor Series, das haben wir auch drin gelassen. Wir haben nur das Logo geändert. Weil das alte cooler aussieht. Genau. Armageddon, ich freue mich schon auf das Six-Man Armageddon NSL Match. Ich hoffe zumindest mal, dass es noch drin ist. Hoffen wir es. Royal Rumble haben wir auch gelassen. Genauso wie Elimination Chamber und natürlich WrestleMania. Das sind also unsere Pay-Per-Views. Und wir wollen das auch so ein bisschen machen wie im General Manager Mode, falls den wer kennt aus den älteren Spielen. Da werden ja auch die einzelnen Shows, die man eben selbst erstellt, bewertet. Hier natürlich nicht, also nicht vom Spiel. Aber wir wollen, dass ihr unsere Shows bewertet. Das heißt, Josh erstellt die Matches in seiner Show eben komplett selbst. Das heißt, der Universe Mode, also das Spiel an sich, erstellt gar keine Matches, sondern nur wir. Wir stellen die Matchcard zusammen und damit eben die Show. Und ihr werdet dann, also so ist es geplant, ihr werdet dann die Show bewerten. Also nur Raw und ECW, Bad Blood natürlich nicht. Genau. Ihr habt immer Zeit. Wir bringen die Shows immer an dem Tag, an dem sie ja im Kalender stehen, raus, um 20 Uhr. Ab dann habt ihr Zeit, bis Dienstag Nacht, ne? Ja, bis zum nächsten Tag. Bis zum Ende des nächsten Tages. Also, zum Ende des nächsten Tages. Ja, bis 0 Uhr, also eigentlich bis Mittwoch um 0 Uhr, so. Mittwochs kommt dann Bad Blood raus, da gibt's dann kein Voting für. Freitags ist dann wieder um 20 Uhr eine Show. Von David diesmal. Ihr habt Zeit zu bewerten bis Samstagnacht, weil sonntags kommt dann unser eine Art News-Video, wo wir vorstellen, was in der Woche passiert ist, irgendwelche besonderen Begebenheiten und halt auch die Wertungen. Genau, also wir gucken dann eben, Gesundheit, okay. Wir gucken dann eben, wer letztendlich quasi gewinnt, sag ich mal, was der Gewinner bekommt oder der Verlierer nicht, das wissen wir noch nicht. Aber wir wollen das eben so machen wie in den alten Spielen im General Manager Mode. Wäre ganz cool, wenn da einige mitmachen und die Show bewerten. Man kann von 1 bis 5 Sterne bewerten, aber das sagen wir dann auch nochmal, sobald es damit losgeht, also eben ja beim ersten Part dann. Genau. Ja, so viel zu den Bewertungen. Sonntags kommt dann eben so ein Rückblickvideo inklusive Bewertung und eben News. Und wenn ein Pay-Per-View kommt, dann kommt an dem Tag eben 2 Videos. Einmal das Bewertungsvideo und einmal das Pay-Per-View. Jo, so, jetzt soweit zu dem Kalender. Gehen wir mal zu den Roster, denn wir haben natürlich 2 wunderschöne Roster für uns, für euch erstellt, für uns auch, aber hauptsächlich für euch. Fangen wir mal an mit Raw is War, das Roster. Also mit meinem Roster. Von Josh, genau. Bei mir ist drin Alberto Del Rio, also wir haben es so gemacht, wir haben wirklich alle Wrestler, die dabei sind, verteilt, außer die doppelt dabei sind und die Diven. Bei mir Alberto Del Rio, Bad News Barrett, Big Show, Brock Lesnar,
Cesaro, Cody Rhodes, Damian Sandow, Daniel Bryan, Darren Young, Dolph Ziggler, Goldust, der natürlich dann im Tag-Team mit Cody Rhodes ist, Jeff Hardy, den haben wir runtergeladen, Jey Uso und Jimmy Uso, natürlich auch im Tag-Team, John Cena, Kane, Sheamus, Sting von 99, Stone Cold Steve Austin, Titus O'Neil, Triple H, Tyson Kidd und Ultimate Warrior und den Undertaker. Und noch wer? Kommt noch und Xavier Woods, den habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Und Undertaker und Kane sind natürlich auch wieder als Tag-Team vereint. Kotzt dich aus. The Brothers of Destruction. Jawohl. Das war mein Roster. Jetzt stellt euch David seins vor. Die ECW, genau. Wie geht denn das hier? Naja. Reißt das Mikro ab. Hier auch super. Ja, genau. Also, ich habe Batista, außerdem Big E Langston, Bray Wyatt, Chris Jericho, CM Punk. Da habe ich einfach mal den Älteren genommen. Also, es gibt da noch einen von 12, 13 oder sowas. Alter, muss mich verarschen. Da ist Mikro nicht mehr da. Curtis Axel, Dean Ambrose, Eric Rowan, also ich habe eben die komplette Wyatt-Family hier drin, Fandango. Und natürlich Bill Goldberg, der ist runtergeladen, aber der ist hoffentlich trotzdem cool, der sah zumindest mal cool aus. Und laut dem Typ, den Goldberg erstellt hat, ist auch das Moveset und so drin. Sollte also ganz cool werden. So, Jack Swagger, Justin Gabriel, Kofi Kingston, Luke Harper, wie gesagt, die Wyatt-Family, Mark Henry immer dabei, The Miz, R-Truth, Randy Orton, Rey Mysterio. Der ist in einem Tag-Team mit Batista, sehen wir aber gleich sowieso nochmal. R.E.D., The Rock, Roman Reigns, Ryback, Santino Marella und Seth Rollins. Ich habe also ziemlich viele Powerhouse-Wrestler. Batista, Big E, Goldberg und so weiter. So, gut. Das waren also und die beiden. Mysterio. Die beiden Roster, genau. Und Rey Mysterio. Kommen wir zu den Teams. So viele Teams haben wir gar nicht eigentlich. Wird sich aber wahrscheinlich auch noch verändern im Laufe dieses sehr langen Projektes. Sehr wahrscheinlich. Die Usos, das ist ein Tag-Team von Josh. Oder Tag-Teams auflösen, geht alles. Die Wyatt Family haben wir hier. The Shield, also zwei von mir. The Brotherhood, die sind bei Josh. Brothers of Destruction ebenfalls. Und dann haben wir noch Rey Mysterio und Batista. Die haben wir hier mal Rey und Dave genannt. Mit Dave bin natürlich nicht ich gemeint, sondern Batista. Und dann hier gesperrt, das können wir leider nicht löschen. Das wird wohl die Ex sein, aber Josh hat das noch nicht freigeschaltet. So. Alles klar. Das übrigens. Achso, das Tag Team hier hat auch übrigens nicht mit dem Universe Mode zu tun. Ja, die Tag Teams sind allgemein ja, halt drin. Genau. Was man noch dabei sagen muss, es können auch jederzeit Wrestler dazukommen, weil ich spiele natürlich weiter und schalte neue Wrestler frei, die schon dabei sind. Ja, und vielleicht laden wir auch noch weiter runter oder so, das wird man alles mal sehen. Es können natürlich auch mal sein, dass ein Wrestler mal aufhört. So wie Triple H damals und dann wiederkommt und noch ein Retirement-Match macht. Ja. Ja, Titel also bearbeiten, hau raus. Verletzungen haben wir eingeschaltet, das heißt, verletzte Wrestler kann auch passieren, dass ein Wrestler verletzt wird. Ja, ja, also das Spiel macht hier gar nichts, das erstellt auch keine Fäden oder so. Wir machen das komplett selbst. Ja, also die KI greift nicht ein. Kommen wir noch zu den Titeln, das ist dann auch schon der letzte Punkt. Ja, geh aber auf WWE.com, hier sind ach so, alle Titel. Ja, genau, ja. WWE.com, dann schauen wir uns die da mal an. Die aktuellen Champions bei Raw ist der WWE-Champion, der Ultimate Warrior. Der European-Champion ist Antonio Cesaro. Warum heißt der eigentlich nur noch Cesaro? Ich weiß es nicht. Und die Brothers, The Brotherhood ist Tag-Team-Champion. Warum nicht Brothers of Destruction? Wundert mich. Naja, egal. So, bei der ECW. ECW World Heavyweight Champion ist Randy Orton. ECW World Television Champion ist Chris Jericho. Und Tag-Team-Champion sind Batista und Rey Mysterio. So, meine Damen und Herren, das war's mit der Vorstellung dieses Universe Modes. Zum Abschluss, wir spielen hier natürlich auf der PlayStation 3. Für die PS4 ist es ja noch gar nicht draußen, das Spiel. Es wird auch noch ein Let's Play, ein ganz normales Let's Play von mir zum Universe Mode kommen, sobald WWE 2K15 auch für die PS4 raus ist. Bis dahin dauert es eben noch ein bisschen, obwohl 2 Wochen, oder? Ich glaube 2 Wochen, ja. Also dann wird noch ein normales Universe Mode Let's Play kommen, so wie das bei WWE 2K14 auch der Fall war. Dann hoffentlich mit mehr Parts als noch bei 2K14. Das hier ist jetzt quasi unser Universe Mode Projekt auf der PS3, weil hier ist das Spiel ja doch ganz anders und viel schlechter. Ja. Aber ja, wir wollten hiermit loslegen, weil das eigentlich ein ziemlich cooles Projekt ist. Wir freuen uns beide schon darauf. Ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag kommen immer die Parts. Das immer war's. Um 20 Uhr. Genau, das war's von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder das Projekt, die Idee dahinter gefällt euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Raw is War. Bis dann, bleibt dran und tschüss. Ciao.